Hallo und willkommen zur Webschorle. Heute bei mir Jens Faulrath. Hi Jens. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, schön, dass wir uns getroffen haben. In Frankfurt sitzen wir bei der Search Conference. Exakt. Und im schönen Holiday Inn, müssen wir mal sagen. Haben wir den Raum bekommen? Also das ja, Sofa. Ja, mit Drehgenehmigung ganz offiziell. Ja. Holiday Inn lohnt sich. Dein Thema ist die Seitenarchitektur. Genau. Kommt irgendwie aus dem Studium heraus. Und für wen, welcher Seitenbetreiber sollte sich schon damit auseinandersetzen? Fängt das bei einer Seite an oder kannst du irgendwie sagen, man sollte mindestens 100 Unterseiten haben und vorher braucht man sich da keine großen Gedanken machen oder so ganz pauschal? Ja, also ich meine, mehr als 5 sollten es schon mal sein. Nee, also klar, es gibt die klassischen One-Sider, wo man irgendwo, das kennt man ja auch gerade aus dem Amerikanischen, diese Conversion-Seiten, eine super lange Seite und fertig. Da braucht man sich natürlich mit Seitenarchitektur nicht so sehr viel auseinanderzusetzen, weil ich habe ja nur eine. Es wird interessant bei den meisten Shops, bei großen Content-Portalen, überall da, wo ich Informationen ordnen muss. Das ist ja auch der Sinn von Informationsarchitektur, ist ja kein technischer Approach, sondern es geht ja darum, wie kann ich Informationen so anordnen, dass ich die wiederfinden kann. Und darum geht es eigentlich im Großen und Ganzen. Und wiederfinden heißt sowohl über Google als auch auf der Seite selbst. Wie ich dich kenne, gehst du da sehr strukturiert ran. Das heißt, du hast eine Seite vor dir. Was ist das Erste, was du machst, was du dir anschaust, wenn du sagst, die möchte ich jetzt gerne optimieren, was die Seitenarchitektur angeht? Also allererste versuchen wir erstmal zu, also die Methoden, die man dort verwendet, die sind uralt. Kennt man aus Alexandria und wir sind also klassisches Bibliothekswesen, da findet man diese Methoden dafür. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich das machen kann, bottom-up oder top-down. Das klingt jetzt nicht mehr so nach Alexandria, aber dafür gibt es auch Wörter. Top-down ist eine Klassifikation und bottom-up ist ein Thesaurus-Ansatz. Wir fahren meistens nur mich vor. Ich fange erstmal von oben an, etwas zu klassifizieren, also in Klassen einzuteilen. Und da sagt man, je nachdem, wie breit nun, jetzt kommen wir schon an den ersten. Lass uns doch anhand eines Beispiels machen, also wenn wir einen Online-Shop nehmen. Genau, wenn man jetzt einen Online-Shop nimmt, da sagt man, okay, was sind meine Produktkategorien, was sind die Subkategorien und danach teile ich erstmal meine Produkte ein. So, das ist das Einfache. Beim Content-Portal ähnlich, was sind meine Hauptkategorien, das ist in der Regel sowas wie Sport, Unterhaltung, Lifestyle etc. Und danach tue ich erstmal meine Sachen sortieren und dann gibt es da unten drunter Subkategorien und da werden die wieder drunter subsumiert. Also ich würde mal sagen, zumindest bei dem Punkt, das macht sollte zumindest jeder Webmaster machen, indem er sich eine Sitemap scribbelt sozusagen. Ja, ja, genau. Aber man sollte, wenn es geht, möglichst konsequent vorgehen. Und jetzt kommen die allerersten Probleme. So eine Klassifikation hilft mir erstmal, meinen Content zu strukturieren. Und ich sollte den, wenn es geht, so strukturieren, dass er der Großteil der Denkwelt meiner Nutzer entspricht. Weil eine Klassifikation muss man lernen. Also auch so eine Bibliothek zum Beispiel, wie der klassische Beispiel, hat eine Methodik, nachdem sie aufgestellt ist. Das ist die UDC, Universal-Dezimal-Klassifikation. Wenn ich die aber nicht kann, nutzt mir das nichts. Die muss ich lernen. Und ein Webnutzer will aber nichts lernen. Der will etwas benutzen. Und deswegen werde ich nach einer Klassifikation, also wenn ich das getan habe, da spricht man ja auch in Neu-SEO-Lichtern halt von Siloing, wenn ich das sauber durchgezogen habe, habe ich einen Teil meiner Nutzer verloren, weil die eben anders denkt und damit nicht zurechtkommt. Das ist zwangsgegeben, da komme ich nicht drüber zurecht. Und dann sage ich, okay, ich kann versuchen, Nebeneingänge zu schaffen, indem ich sage, ich mache nochmal alles nach Herstellern, alles nach Farbe oder in Webshop oder aber in einem Content-Bereich. Facetten dann noch. Genau, also nach Facetten oder im Content-Bereich, ich verschlagworte die Themen, um dann zu sagen, ich kann natürlich dadurch dann wieder neue Listen oder neue Arten der Zugänge generieren. Dafür gibt es halt eben genau diesen Bereich. Und auch da muss man wieder aufpassen, dass man konsequent bleibt. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, ein Schlagwort zu haben, was genauso heißt wie eine Kategorie, weil dann bin ich doppelt. Also da muss man das schon, der allererste Fehler, den viele Blogger machen, die haben Schlagwort und Kategorie identisch. Ja. Und also haben zwar noch mehr Schlagwörter, aber wir geben auch noch mal was schon eine Kategorie ist. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, bei einem Blogger, da wächst die Seitenarchitektur auch eher, oder? Da schaut man, hat man eine Kategorie, nee, man hat keine, dann macht man wieder eine neue. Und was kommt am Ende dabei raus? Irgendwie 300 Kategorien. Genau. Ist auch nicht schlimm. Also wenn man am Anfang noch gar nicht weiß, wo es hingeht, bevor man sich over, also gefragt, wie macht man das, dann kann man sagen, oh, ich schreibe erstmal und guck mal, was mir gefällt, bevor ich eine Kategorisierung aufbaue, eine Taxonomie aufbaue, die mir später dann feststellt, oh, da habe ich gar nicht so viel Content zu. Also man kann ruhig erstmal sagen, okay, ich mache das mal ein halbes Jahr und danach, wenn ich weiß, wo es hingeht, sortiere ich es danach. Also man muss es nicht unbedingt overengineeren zum Start. Also wenn man gerade also an alle Blogger da draußen, schreibt erstmal los, guckt, wo ihr hinlauft mit eurem Content und arbeitet da möglichst generisch. Da hat man zwar noch keinen so großen SEO-Erfolg dann damit, aber nach einem halben Jahr weiß ich ungefähr, wo ich gerne schreibe oder wo ich auch viel Response bekomme und was gut läuft. Und dann kann ich eben danach meine
Struktur aufbauen. Mhm. Und das ist genau der Unterschied zum Bibliotheksansatz, da mache ich es ja vorher. Und hier sage ich dann, ich lerne, was meine Leser wollen, ich lerne, was mir gefällt und danach baue ich danach meine Struktur auf. Aber die halte ich dann auch eben stringent ein, im Großen und Ganzen. So, und warum sollte man diesen Aufwand stecken in die Seitenarchitektur? Also was ist der Nutzen einer optimierten Seitenarchitektur? Der Nutzen einer optimierten Seitenarchitektur ist erstens, dass Google die Themen sauber zuordnen kann. Das zweite ist, wenn ein Nutzer auf meine Seite kommt, landet er in der Regel nicht auf meiner Startseite außer dem Brand eingegeben, sondern ich mache jetzt mal so einen Artikel und ich sage jetzt hier Madonna, Paris Hilton, Party, whatever. So, und dann komme ich auf so einen Artikel raus und jetzt habe ich so eine, dann hängt er in der Kategorie, man spricht davon, also es gibt da eine Methode, die heißt Information Send, das sagt mir, wie weit ist eine Information von mir entfernt, gefühlt. Und so ein Nutzer, der auf so einem Artikel landet, baut automatisch ein mentales Modell über die Struktur meiner Seite auf. Dagegen kann ich gar nichts machen, das macht er von alleine. So, wenn dieses mentale Modell extrem abweicht von meinem echten, wird er sich verklicken und kommt nicht zurecht mit der Seite, wird verwirrt sein, verliert das Vertrauen und wird gehen. Er wird auch nicht kaufen, weil er es einfach nicht versteht. Also das ist ein Sicherheitsgefühl. Das bedeutet, ich muss ihm von der Seite sagen, wie er weg navigieren kann. Und das geht nur dann, wenn ich vorher meinen Content gut im Griff habe und sagen kann, hier haben wir mehr Artikel von Madonna, hier haben wir mehr Artikel von Paris Hilton und hier haben wir mehr Artikel zum Thema Partyunfälle oder was auch immer die Nutzer gerade interessiert. Da nutzt mir nicht, dass ich eine Kategorie habe, die heißt Musik. Oder weil Musik und ich bin auf Madonna ist zu weit weg, das Information sind zu schwach. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann beispielsweise bei so einem Portal wie T-Online 50.000 andere Artikel finde, von Jazz bis sonst was, ist einfach viel zu groß. Und das heißt, die Navigation muss sehr nah am Hauptthema gehen. Und das kann ich nur machen, wenn ich eine sinnvolle inhaltliche Erschließung meines Contents habe, damit ich ihn danach strukturieren kann. Und aber das heißt, es geht weniger über Kategorien, sondern mehr über Tags oder ähnliche relevante Produkte bzw. ähnlich relevante Artikel. Exakt, aber um das zu können, muss ich vorher meinen Content inhaltlich erschlossen haben. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich es tun soll. Okay, aber ich habe den ja in der Regel als erstes innerhalb von Kategorien erschlossen. Ja, genau. Deswegen, da fängt man erstmal, also das, du hast ja gerade diese eine Hierarchie. Ich mache einmal die Hierarchie, aber erstens ist der Information Send zu schwach. Das heißt, ich brauche danach nochmal eine Verschlagwortung oder eine Facettierung im Shop. Also im Shop heißt es Facetten oder Aspekte und im Content-Bereich halt eben Verschlagwortung. Aber die gleiche Idee ist es, dass ich danach meine Artikel horizontal vernetzen kann und den Nutzer sich eben nicht, wenn ich jetzt ein Michael Ballack-Artikel bei Unterhaltung habe, weil er da irgendwo auf einer Party rumgefallen ist und habe hier hinten einen beim Sport, dass ich mir nicht wieder nach ganz oben laufen muss und dann wieder ganz runter. Das würde er nie tun. Er wüsste auch nie, wie er dorthin gehen sollte, weil es viel zu weit weg ist, sondern dass ich sagen kann, hier mehr zum Michael Ballack und dann kriege ich eben auch diesen Artikel vorgeschlagen. Okay, also erster Schritt Pyramidenmodell, genau. Vertikal. Zweiter Schritt horizontal Verschlagwortung, genau. Um quer mit einsteigen zu können. Und das sind so die beiden großen Bereiche. Das sind die ganz großen Bereiche. Und dann kommt noch als drittes diese ganzen algorithmischen Ansätze, die sagen, ähnliche Artikel. Das ist dann die dritte Art. Mhm. Aber dann kommen ja konkrete Artikel rein und nicht Themen, auf die ich mich bewegen kann. Der Vorteil von Schlagwortseiten gegenüber Related Articles führen halt dazu, dass ich einen internen schönen Linkgraph habe und der Nutzer sich bewegen kann. Das sieht man übrigens immer daran, wenn eine Informationsarchitektur wirklich verbessert worden ist, habe ich in der Regel, also bei Content-Portalen kann man das sofort feststellen, ich habe eine höhere PI-Visit-Ratio. Beim Shop ist das ein blöde KPI, da sollte man darauf natürlich nicht optimieren, aber im Content-Portal, wenn das nicht der Fall ist, sollte man es auch wieder zurückbauen oder was anderes sich ausdenken. Die Schlagwortseiten helfen mir allerdings gerade sowohl im Shop als auch im Content-Portal dazu, stehende Landing-Pages zu einem Thema zu haben. Also ich habe zum Beispiel auch bei Content verschlagwortet man ja klassischerweise nach Personen, Orte, Events und Thema. Das sind so diese vier Grundaspekte, die man irgendwo hat. Also hatte ich natürlich auch eine Schlagwortseite zum Thema Japan. Das ist natürlich sehr interessant, wenn in Japan was passiert. Weil die war dann schon auf 1. Mhm. Ich hätte natürlich auf Japan nicht optimiert, weil keiner kann ja wissen, dass da ein Atomkraftwerk irgendwie durch die Decke geht. Also muss ich schon vorher dort sein. Das geht nur, wenn ich Schlagwortseiten habe. Dann kommt natürlich... Jetzt kommt der klassische SEO, ein bisschen weg von der Informationsarchitektur, zur Trage, der sagt, so eine Schlagwortseite muss gewisse Grundeigenschaften haben, dass ich sie überhaupt ranken kann. Also das weiß man ja auch aus dem Blog heraus, da ranken die ja erstmal per se nicht so gut. Aber es geht, man muss halt sagen, eine Schlagwortseite braucht wieder einen deskriptiven Titel, der darf nicht zu mechanisch sein, die muss man anpassen können. Also bei uns ist das halt auch so, die brauchen stehenden Text. Die müssen untereinander wiederum verlinkt werden, also sowas wie Schlagworte, die zusammen verschlagwortet oder weitere Personen zu dieser Person, also kann man sich ganz schöne Sachen ausdenken, brauchen eine eigene Description und müssen halt auch
aus dem Kontext heraus verlinkt werden und nicht nur aus so blöden Schlagwortboxen, weil die kann Google relativ gut discredden, weil die immer identisch sind. Also man braucht da natürlich dann wieder ein bisschen SEO-Know-how, aber dann kann man aus solchen Seiten halt sehr schön stehende Seiten bauen zu Themen, die vielleicht mal kommen können, aber die sind einfach da. Also ich habe auf unseren Schlagwortseiten, glaube ich, laut Search Metrics Essential roundabout 50.000 Keywords in den Top 100 und glaube ich 10.000 in den Top 10 oder so drin. Von denen, die kenne ich viele davon gar nicht, weil da gar kein Traffic ist. Mhm. Aber wenn der Traffic kommt, dann kommt er halt so richtig rein mit so 100.000 immer am Tag oder so. Und das ist halt immer eine andere. Okay, man braucht SEO-Know-how und man braucht auch die technischen Möglichkeiten. Mit einem einfachen WordPress-System kann ich jetzt nicht die Textseiten so individuell gestalten, wie du es gerade genannt hast. Es gibt ja einfach Thesis, sage ich dir da. Ich liebe Thesis. Also wer auch immer WordPress hat, Thesis ist ein schönes Framework. Mit Thesis kann man genau das machen. Ich kann einen Titel vergeben, ich kann eine Description vergeben, ich kann eine eigene Headline vergeben, also eine H1, mhm, und einen einführenden Text. Und dieser einführende Text kann HTML sein. Der kann also A wieder Links enthalten, der kann aber auch JavaScript enthalten. Also ich mache da bei meinen Blogs ganz gerne auch mal, wenn ich eine Schlagwortseite habe, auch nochmal eine passende Amazon-Ding gerade rein, was zu dem Schlagwort passt, oder mal ein AdSense, was dann gerade nochmal nach dem einführenden Text gehört hat. Okay, monetarisieren möchte man ja auch mal ganz gern. Also man kann da ein paar schöne Sachen mitmachen. Thesis, wer es noch nicht hat, sollte es nutzen. Jetzt hat man ja bei einem Content-Portal zum Beispiel begrenzten Platz auf dem Bildschirm und begrenzten Platz ringsherum um den Content. Und wenn man alles das verlinkt, was du gerade gesagt hast, also irgendwie zu jedem Artikel 3 verschiedene Tags und für jedes Tag nochmal 5 Artikel, dann noch algorithmisch erkannte passende Artikel, wo baut man denn die ganzen Boxen hin? Dafür gibt es Designer, die kriegen das dann schon hin. Ja, hast du da Erfahrungswerte? Also was wir... Also was gut funktioniert? Also was wirklich gut funktioniert, kann man ganz klar sagen, ist natürlich auch auf meinen Schlagwortseiten. Wir haben unten halt immer so eine Schlagwortbox, aber das ist so weit unten, da kommt eh kein Nutzer mehr hin. Also da kommen noch 5.000 Werbeeinblendungen und bla bla bla. Man weiß jetzt ja, wie das ist. Wir müssen ja alle Geld verdienen. Aber wir verlinken die Schlagworte relativ oft aus dem Text raus. Nicht automatisch, weil da bin ich nicht so der Freund von, weil das ist immer das gleiche Wort dann, was dann einfach gemappt wird. Sondern Redakteure sagen dann zum Beispiel hier... der deutsche Topclub spielt wieder Bumm und linken halt irgendwie rüber nach Bayern München oder sowas. Also, aber die linken das per Hand hin. Aber da haben wir im Editor extra die Möglichkeit gemacht, dass die ein Wort doppelklicken können und dann per Autosuggest sagen, welches Schlagwort sie hinlinken können, damit das Redakteur einfach hat. Also das ist natürlich auch so ein bisschen, was mit wir uns machen, dass man dann die Arbeitsabläufe ein bisschen optimieren können. Aber diese Links, also wenn das öfters gemacht wird, zieht es massiv auf den Schlagwortseiten auch das Ranking nach oben, so viel nutzt mir die Box nicht. Aber räumlich kann man natürlich sagen, Related kommt immer am Ende vom Artikel. Ich brauche den nicht auf einen anderen Artikel vorzuschlagen, bevor ein Artikel nicht gelesen hat. Also das macht irgendwie wenig Sinn. Was ich glaube, bei T-Online ist auch innerhalb des Artikels schon mal solche kleine Boxen drin. Die Kollegen von Focus haben da teilweise, oder auch Welt, haben teilweise sogar nochmal Related-Bilder-Shows an der Seite in einer rechten Spalte verortet. Also da kann man ein bisschen ausprobieren. Wir optimieren da auch immer wieder mal. Wir nehmen mal eine Box, schieben sie mal woanders hin und gucken, ist dann die Klickrate besser. Natürlich immer, vielleicht ist sie auch niedriger, aber ich kriege dafür die Nutzer zu Seiten, die besser monetarisiert sind. Also es geht nicht immer nur um PI-Visit-Rate, sondern auch auf die richtigen PIs. Deswegen denkt man manchmal von außen, was machen denn die da für einen Case? Nee, dann hängt da eine mehrmal Monetarisierung drin. Das kann man natürlich nicht immer von außen erkennen. Aber das ist ein Ort der stetigen Optimierung. Also optimal ist man da nie, weil man werden stetig besser. Aber das sollte man optimieren und auch gucken, ob das dann funktioniert. Und interner Linkfluss, jetzt nur rein aus Gesichtspunkten von Google, ist dann sozusagen ein nettes Abfallprodukt der Seitenarchitektur? Eigentlich ist es ein nettes Abfallprodukt. Also bei so einem großen Portal wie T-Online ist der interne Effekt wesentlich höher als den, den man extern durch SEO nochmal zieht. Lustigerweise kann man mit SEO aber besser argumentieren als andersrum. Mhm. Also oft ist es halt so, wenn gerade ein Thema hip ist, dann verargumentiert man darüber irgendetwas, was gerade funktioniert. Aber wenn ich mir viel Gedanken über meine Seitenarchitektur gemacht habe, dann muss ich mir nicht nochmal explizit über interne Verlinkung machen, weil das sowieso ein Teil dessen ist. Das kommt dann genau raus, genau. Also da kommt nur das Technische. Also deswegen, Informationsarchitektur ist jetzt noch nicht Technik. Man guckt mal ganz kurz in die Technik rein. Nicht, dass das irgendjemand die Links verjavascriptet oder sonst irgendwie komisch. Also wir wissen ja alles, was passieren kann, dass so ein Link nicht mehr sauber. Und bitte, jetzt soll da keiner sagen, Google liest auch JavaScript. Die lesen JavaScript, aber die machen daraus Links, die nie da waren. Also darauf sollte man sich definitiv nicht verlassen. Also da hat man eher ein Problem. Ich wäre froh, wenn sie damit aufhören würden wieder. Aber da muss man natürlich mal ganz kurz gucken, ob die IT sauber ist. Aber das ist extra bei uns getrennt, weil sonst redest du immer mit den IT-Leuten und sagst, oh, dann hätten wir gerne, und sagen die, ja, wieso soll ich inhaltlich jetzt da einen Link? Also das sind zwei verschiedene Leute. Einmal redet man mit Redakteuren und Produktownern oder Leuten, denen ein Kanal gehört oder eine Category gehört. Und das andere ist ein rein technisches Geschäft, sind Links auch auslesbar. Mhm. Ich meine, das klingt einfach, wird aber oft immer wieder lustige Sachen gemacht.
Ja, ich denke generell, dass interne Verlinkung ein viel zu wenig genutztes Werkzeug im Bereich SEO ist. Definitiv. Wenn ich viele Content-Seiten, aber auch Shops anschaue, das wird so sehr vernachlässigt und das ist eigentlich eine richtige Macht und richtige Waffe, wenn man das richtig einsetzt. Ja, einer der Klassiker ist dann natürlich jetzt gerade Related Products. Es gibt so viele Shops, die machen die Related Products, die ja wichtig wären für die interne Verlinkung, machen die über irgendwelche JavaScripts, ziehen die rein. Am besten dann noch mit so lustigen Laufbänderfunktionen, die außerdem, dass der Browser langsam wird, der Nutzer da nicht mehr lesen kann, weil die Dinger sich bewegen. Also ist ein absoluter sieht nur lustig aus, ist aber ein absoluter Usability-Fail. Also wer da so Laufbänder baut, ja, das klingt halt geil, weil das Produkt läuft weg, Mist. Also ja. Käse. Und Google kann es nicht auslesen. Also ich habe eine Fläche, ich muss immer probieren, wenn es für den Nutzer sinnvoll ist, dann ist es meistens auch für Google sinnvoll, weil Google will ja eine Seite finden, wo sie Nutzer abgeben kann und sagt, wenn der dort falsch, also Google weiß ja, die irren sich oft. Also die werden immer besser, aber trotzdem ist es vielleicht nicht die beste Seite. Aber die Website ist die richtige und vielleicht ist es das Produkt nebendran, was intern verlinkt wird. Wenn die aber nicht sehen können, dass die Seite intern verlinkt wird und er weiß, der Nutzer kommt aus Sicht von Google nicht von da sauber weg, dann werden sie den auch ungern dort abgeben wollen. Ja, definitiv. Genau. Das ist schon so ein Grund, ja genau. Aber man sieht, wir sind sehr viel auch mit Usability beschäftigt. Ja, unbedingt. Ja. Das gehört, denke ich, für den SEO auch immer mit dazu. Ja, auf jeden Fall. Das sind auch nette Kollegen. Von denen kann man viel lernen. Dann haben wir jetzt Thema Seitenarchitektur. Ich finde schon einigermaßen umfassend und sehr interessant besprochen. Mich interessiert noch was anderes. Die Telekom, man hört immer nur so von ganz vielen ominösen Tools, die die Telekom exklusiv hat. Natürlich auch durch die Suche mit, ich glaube, rund 2% Marktanteil in Deutschland. Genau. Was habt ihr für Tools? Also wir haben sehr, sehr schöne Tools im Einsatz. Wir haben einmal etwas gebaut, das nennt sich Squad, Search Query Analyzing Tool. Da analysieren wir halt die Suchanfragen, die bei uns durchlaufen. Und schreiben die erstmal alle in eine Datenbank rein. Und zwar schön mit, das ist die Suchanfrage und diese URL wurde geklickt, organisch oder im Bereich SEA. Und darauf können wir jetzt Operationen durchführen. Also können wir natürlich sagen, gib mir die Top-Suchanfragen von gestern. Da haben wir für diesen Bereich haben wir sogar extra einen Brandfilter, weil sonst hat man erstmal nur Brands. Haben wir extra einen Brandfilter gemacht, das ist natürlich dann sehr spaßig, weil dann sieht man Themen, die kommen. Also was wie Borgia, Laconia, also man sieht, TV macht sehr viel Suchanfrage, wahnsinnig viel Suchanfrage. Wenn irgendjemand Traffic machen möchte, einfach TV-Serien hinterher schreiben, DSDS. Ist, wenn das Ding läuft, mehr als 6, ohne Thema, also das geht bam. Und das Nächste, was wir natürlich dabei machen können, ist auch sagen, gib mir halt einfach alle Suchanfragen, die einen gewissen String enthalten. Also das ist ja etwas, was bei Google leider so hart nicht geht. Also ich kann verwandte Themen anzeigen, aber ich kann mir nicht sagen, gib mir alles, wo DSL drin ist. Also Phrase Match sozusagen. Genau, exakt. Phrase Match oder sogar String. Es kann auch, also ich kann sagen, wirklich mit dem Wort Bestandteil. Mhm. Ich kann aber auch ganz normal mit Regex drauf operieren. Mhm. Also ich kann auch sagen, mit Platzhalter in der Mitte, also wenn du so irgendwie Plural sie oder A und dann wird es A, also S wird AE, wenn es dann Mehrzahl wird oder Sharps S zu Doppel S, da kann man dann mit Regex und Platzhaltern arbeiten und kann halt richtig schön Operationen machen und sich schöne Listen rausziehen. Das macht, und das dauert lang oder geht das fix? Das geht. Also auf so einer riesen Datenbank mit Regex kann ich mir vorstellen, das dauert auch mal ein bisschen. Ja, also es gibt ganz harte Sachen, die können dann auch mal so 10, 20 Sekunden dauern. Aber danach hat man... Ja, das geht noch, genau. Längere Sachen kann man auch mal dann abonnieren, dann kommen die per E-Mail irgendwann als CSV an. Und dann kann man sowieso im Excel weiter bearbeiten. Das ist sowieso das Wichtigste. Irgendwann hat man eh große Listen und möchte die mit CSV rüber machen. Man kann aber auch sagen, zum Beispiel, was sind denn so die Top-Aufsteiger gestern gegenüber von wegen vom Suchverhalten her? Was hat sich denn geändert im Vergleich gestern auf heute, letzte Woche auf diese Woche? Also kann da so ein paar Muster, also einfach... Ja, statistische Verhaltensänderungsdetektion. Nutzt ihr das operativ dann für eure Redaktion? Wir wollten das bei den Redaktionen automatisch, da gibt es eine E-Mail, da kommt immer. Problem ist, es sind zu 80% lustige Fetische, die man nicht kennen wollte. Also, das ist echt braindead, was sage ich so. Also, da kann man auch nicht jeden Studenten ransetzen, gerade wenn die jung sind, dann verfallen die vom. Ja, ist echt übel. Also, ja, okay. Aber. Fernsehen kommt halt da auch drauf und irgendwann weiß man, was da so in dem Bereich läuft. Aber welchen Anteil haben Sex oder Porn? Die haben dummerweise, eigentlich ist nicht so, sind so 10% oder so, aber die Sachen, die halt so irgendwie so ein Match reinhauen, sind dann meistens. Oder wenn irgendwie eine URL extrem stark gesucht wird und man kannte die gar nicht, nicht eingeben, wenn einer hinter einem steht. Mhm. Nie. Sonst hat er ein ganz falsches Bild von einem. Oder das Richtige, man wollte nicht, dass er es hat. Also egal, wie man sollte es einfach nicht tun. Aber sowas kommt dann auch von einem auf den anderen Tag? Ja, genau. Also es gibt dann, vielleicht hat dann irgendwo einer drüber geschrieben oder sowas. Mhm. Keine Ahnung, aber sowas geht meistens relativ schnell durch. Was aber ansonsten auch interessant sind, ist halt die umgedrehte Sache. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, was sind denn die Top-Traffic-Bringer von Webshawl und über welche Position? Also nicht nur, was waren die Begriffe,
sondern über welche Position kam der Traffic. Okay, du siehst nicht nur wie innerhalb von Sistrix oder Searchmetrics die Top-Keywords und Positionen, sondern du siehst auch ganz genau, wie viel Traffic kam. Darüber. Genau. Da kann ich auch sagen, über zum Beispiel über Webschorle hast du über die Position 1 100 Leute bekommen und über Position 4 nochmal 8 im letzten Monat. Also vielleicht, weil du auf beiden Positionen warst oder gewandert bist. Das ist dann nicht mehr so ganz nachvollziehbar, aber du siehst dann so ein bisschen die Range. Mhm. Das ist also wirklich an der Stelle ganz schön. Aber vor allem ist halt schön, wenn du eine Konkurrenzanalyse machst. Weil da habe ich jetzt was in Drama, was sehr Interessantes gemacht. Wir haben uns, also wir, ist sehr nett, das war ein Kollege, Konstantin Guratsch, der hat da so einen Großteil seiner Lebenszeit jetzt drauf verwendet, der nette Kollege, und hat sich von den Top 100 Seiten, die wir, diese laut Sichtbarkeitsindex von Sistrix, haben wir uns alle die rausgeschmissen, die ein ähnliches Themengebiet haben. Also jetzt irgendwie nur eine Hotelseite oder nur ein Computermagazin, aber immer dann das Größte. Und haben uns von den Seiten die Top 2000 der letzten 12 Monate geben lassen. Und haben uns dann gesagt, pro Monat nochmal, die Top 2000 pro Monat. Und haben dann gesagt, was kommt in den Monatssachen vor, die in der Top-Gesamtliste nicht vorkommt. Um so monatliche Trendthemen, also so Saisonalisierungsthemen zu finden. Und das war natürlich jenseits sehr schön. Jenseits von Ostern und Weihnachten. Jenseits von Ostern und Weihnachten, genau. Und, oder halt eben, welche Produkte sind bei Amazon bei Weihnachten wirklich, also jeder, unabhängig vom Weihnachtsgeschenk, was läuft denn da gerade so? Und da hat man sehr interessante Sachen gefunden. Natürlich auch Sachen, die einmalig sind, zum Beispiel natürlich bei Focus oder sowas gibt es natürlich auch so irgendwie Fall Mücke oder so. Klar, der ist jetzt nicht saisonal, weil das wird natürlich nicht nochmal passieren. Aber die kennt man in der Regel. Und den Rest war dann eine sehr interessante Liste. Und die haben wir danach nachbearbeitet, um zu sagen, wirklich danach nochmal, wie läuft die Saisonalisierung. Gehen dann nochmal nach Google Insight und gucken, ist die dort auch wie bei uns. Also nicht, dass unsere Nutzer irgendwie mal anders sind als die von Google. Und also haben die nochmal validiert und haben dann so einen sehr schönen Eventkalender für den E-Commerce-Bereich gemacht und für den Themenbereich gemacht. Und jetzt gucken wir mal nächstes Jahr, ob wir den auch, wie viel wir davon bedienen können über unsere Inhalte. Und ja, gab sogar ein paar freie Domains in dem Bereich, die noch gar nicht da waren, weil die Worte irgendwie sonst noch keiner auf dem Radar hatte. War auch von der Hinsicht gar nicht so verkehrt. Und ich habe euch auch geholt. Ja, muss man immer ab und zu mal eine Domain holen. Also, wie immer hat man wieder Domains, dann kann es halt was draufzuschreiben. Das alte Problem halt. Aber im Großen und Ganzen findet man da wirklich schöne Themen, die man halt auch wirklich dann gut abfeiern kann. Also schon auch sehr produktiv im Einsatz dann. Ja, wir arbeiten da sehr oft mit. Und das Dritte, was sehr interessant ist, wir gucken bei jeder einzelnen URL nochmal in der Datenbank nach, ist die URL im Demos hinterlegt und wenn ja, in welchem Verzeichnisast. Und dann kann ich den ganzen. Das ist so eine thematische Einordnung. Genau. Und ich kann den ganzen Verzeichnisast auch durchsuchen. Also auch dort sogar mit Regex, wenn ich Lust habe. Weil es gibt zum Beispiel, glaube ich, Garten an drei verschiedenen Stellen bei Demos. Und dann kann ich sagen, gib mir alle Domains, die in irgendeinem Ast, der mit Garten hängt, heißt, bei Demos hängen und gib mir dazu alle Begriffe. Dann habe ich zum Beispiel alle Top 2000 Begriffe, die Website, die Traffic bringen zu Seiten, die irgendwas mit Garten zu tun haben. Mhm. Das ist, wenn dir irgendjemand sagt, wir hatten das Problem, also das Problemstellung, dass wir gesagt haben, okay, wir wollten irgendwie so ein Portal machen über Heimgarten und so etwas. Was sind denn da so die Top-Traffic-Bringer? Also welche Themen müssen wir eigentlich loslaufen? Wenn wir da noch gar nichts gemacht haben, denkst du, und ich habe keinen Garten, ich bin Stadtbewohner, also urban, denkst du dir natürlich auch, Mist, was Heckenschere, Rasenmäher, Mist. Also ja, dann sind die alle aufgeschmissen, weil wir da einfach gar keine Kenntnis von dem Bereich haben. Und damit kommt man relativ gut erstmal zum Stamm, den du danach durch Validierung und Testen nachschauen kannst. Mhm. Das Ganze kann man dann natürlich über AdWords API gleich nochmal an die AdWords schicken und sagen, das sind die Klickpreise von dir, also was man danach halt auch noch so macht zum Weiterverarbeiten. Also nehme ich das Ding, schicke es gerade wieder rüber, lass es mir abfragen, kriege dann nochmal die Werte zurück und kann dann, hat irgendwo ein riesengroßes Excel, mit dem ich dann stückchenweise abarbeiten kann. Und jetzt kommt dann unser Anfangsthema wieder zum Tragen. Dann habe ich diese riesen Liste und die versuche ich jetzt erstmal in eine Klassifikation zu bringen. Klar. Und Ober- und Unterkategorien und die zusortieren. Und da kann man dann auch mal so ein, zwei Wochen mit verbringen und da hat man eine saubere Struktur. Und du hattest gesagt, ihr trackt auch AdWords-Klicks mit? Wir tracken auch AdWords-Klicks mit. Habt ihr da auch die Klickpreise jeweils zu? Nee, die haben wir nicht. Schade. Finde ich auch. Aber die haben wir einfach nicht. Ich meine, ich habe halt die Suchergebnisseite, Nutzer klicken drauf. Wir haben auch wirklich nur die Klicks übrigens. Das ist ganz wichtig. Bei uns in der ganzen Keyword-Logs tauchen keine IPs auf. Also ich kann also keine Suchpfade bauen, aber das ist zu Recht datenschutzrechtliche Gründe. Die bei uns tauchen in all unseren Datenbanken keine IPs auf. Weil auch eine interessante Geschichte, wir suchen also auch nicht die anonymisierten IPs, nee, wie jetzt in Analytics, komplett sondern komplett drauf. Wir schmeißen das Ding komplett weg. Also die kommt erst gar nicht an. Mhm. Das haben wir extra mit unserem Datenschutz auch so, seit wir da keine Freigabe für bekommen. Ist halt schade, weil du kannst ja die Suchpfade nicht sehen. Aber wenn du Suchpfade sehen kannst, kannst du irgendwann auch auf ist ja bei AOL, hat man es ja damals, bei diesem Datenleck ging es ja mal teilweise, dass man dann irgendwann auf eine Person zurückgreifen konnte. Und das ist natürlich wirklich kritisch. Und da sind wir absolut frei, weil das Ding wird erst gar nicht da reingeschrieben. Weder verkürzt noch sonst wie. Okay.
geht halt eine gewisse Information flöten, aber das muss man dann mit leben und ist auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Genau. Ja, wobei Suchfahrt natürlich schon sehr interessant sein kann. Ja, genau. Aber ich meine, ich habe so viel zu tun. Ich habe im Moment jetzt gar keine, wir haben so viel mit den Daten schon zu tun. Also wir sind dann noch ein paar Jahre beschäftigt, bis wir da alles an Erkenntnissen draußen haben, bevor dann der nächste Forscherdrang hochkommt sozusagen. Ich habe ein schönes Beispiel, wenn jemand am Weihnachten sucht, was erwartet derjenige? Das ist eine gute Frage. Das wüsste ich auch gerne. Genau, das könnte man anhand eines solchen Suchpfades dann sehen, was ist denn statistisch gesehen nach Weihnachten, was kommt dann als zweites. Ja. Oder wie der Mario Website Bus den Fischer immer so gerne sagt, was erwarten eigentlich jemand, der nach wann kommt der Bus sucht? Man weiß es auch nicht so genau. Ja. Also, das ist eine interessante Frage. Ja. Was ich auch gerne mag, eine wirklich eine Suche, die bei uns auch immer relativ häufig in den Top 2000 drin ist, ist, Leute suchen einfach Geld. Also was erwarten die dann, was vom Kunden zurückkommt? Ja. Also da 5 Euro oder was? Also was soll das? Ich suche Geld. Genau. Auch eine sehr schöne Suchanfrage, ja. Genau. Aber ansonsten haben wir noch so ein paar operative Tools, die uns eher helfen, bei großen Seiten mit zurechtzukommen. Also ich habe ein Tool, mit dem ich klassischerweise Rankings tracken kann, wo ich sage, Keyword ist drin und Ziel-URL ist drin. Aber ich tracke dann nur das Ranking von der Ziel-URL, nicht irgendeine andere, die aus Versehen drüber steht. Also ich möchte ja, dass er mit dem Keyword zu der bestimmten URL kommt. Und da haben wir natürlich dann auch wie bei Keyword-Cluster und Sichtbarkeitsindex pro Kampagne, also beispielsweise nur auf Popkünstler oder nur auf Heavy-Metal-Künstler oder Heavy-Metal-Alben, whatever, schön sortiert. Was wir aber noch machen, deshalb, wenn ich schon die Seite hole und ich weiß, das ist die URL dazu, dann prüft das Tool auch, steht denn mein Keyword eigentlich im Title und Description? Macht es natürlich am Anfang, sonst hätte ich das gar nicht als Ziel angenommen. Aber ich habe ja auch Redakteure, die ändern was. Ich meine, wir sind ein großes Haus, da sind viele, viele hundert Leute beschäftigt und aus gutem Grund ändern die mal was. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt eine neue, bessere Zielseite, dann muss ich natürlich meine Kampagne anpassen, mir hat bloß keiner gesagt. Aber jetzt merke ich das, weil ich kriege einmal in der Woche einen Report von allen Keywords, die wir tracken, wo das Keyword selber nicht mehr in Title und Description drin steht. Oder aber er hat es unwissentlich geändert und dann lasse ich es wieder zurückändern. Also sonst, das war für mich sonst ein ungelöstes Problem. Als Monitoring, genau. Das war sonst ein ungelöstes Problem, das habe ich nur so in den Griff bekommen. Und das Zweite ist, wenn ich sowieso schon prüfe, ob ich mit der Seite in den Top 100 bin, gucke ich natürlich noch, ist dann aus meinem Netzwerk, also zum Beispiel, ein Netzwerk heißt dann immer, wir haben also assoziierte Portale, die ich hinterlegen kann und Konkurrenten. Und assoziiert ist natürlich meine Online, eine Musicload, Gamesload, Fußball.de, aber auch nochmal eine Scout oder eine DT Medien, whatever. Also was haben wir denn mit dem, was direkt uns ist? Also wo wir der gleiche Konzern sind, auch wenn ich verschiedene GmbHs, aber gleiche Konzerne, wir kennen uns untereinander. Also habe ich dann irgendetwas, was von denen auch in den Top 100 vorkommt? Und wenn ja, hat die Seite eigentlich schon einen Link zu meiner eigentlichen Kampagnen-Zielseite? Wenn nicht, kriege ich wieder eine E-Mail von allen Seiten, die ich im Netzwerk habe, zu meinen kompletten 50.000 Keywords, die ich monitore, die noch nicht auf eine Zielseite linken. Sondern kann ich das Telefon in die Hand nehmen und fragen, wolltet ihr nicht mal, können die mal oder so, bla bla bla. Und das ist natürlich sehr schön, stückchenweise den internen Linkgraf wirklich auf die Zielseiten und das war im großen Maßstab. Weil es ja automatisch passiert, diese E-Mails. Okay, am Anfang kann man nicht hinterher mit dem Abarbeiten, aber dann kommt man halt stückchenweise, aber man hat nonstop etwas zu tun und man wird auch nonstop besser. Also das ist eine sehr einfache und sehr, sehr, sehr effiziente Methode. Ihr stärkt gegenseitig eure Seiten, die innerhalb des Konzernnetzwerks sozusagen sind. Und da tracken wir halt auch mal dann Sachen von DT Medien mit oder auch von Finance. Es geht natürlich in alle Richtungen, aber vor allem intern im Kerngebiet sind es sehr viele. Wenn es drüber weggeht, sind es ein bisschen weniger, weil dann ist der Aufwand auch größer. Mhm. Aber so schaffen wir es halt kontinuierlich zusammenzuarbeiten und intern uns auf die gleichen Zielseiten auszurichten. Also das ist wirklich sehr pragmatisch, sehr einfach. Action-lastig, da kann man direkt jemanden dran sitzen, der die Listen abarbeitet, weiß jeder gleich morgens, was er zu tun hat. Das sind ja alles exklusive Tools. Gibt es irgendeine Möglichkeit für Außenstehende, da einen Zugriff auf die API zu bekommen? Also die API für das Keyword-Tool nicht, weil die dürfen wir de facto nicht rausgeben. Die anderen beiden Tools ist das gleiche Tool, da kann man sich einfach anschreiben und das hat uns ein Dienstleister gebaut, der sehr, sehr pfiffig ist und der macht eh schon für den einen oder anderen auch lustige Sachen und da kann ich gerne einen Kontakt herstellen, habe ich aber nichts mit zu tun. Also das haben wir uns mal ausgedacht und er hat uns programmiert. Mhm. Also man braucht immer gute Programmierer irgendwo, die irgendwas gut machen können und da kann ich gerne mal Kontakt herstellen. Man braucht in dem Fall die Datenbasis halt. Ja, für diese Linkprüfung und so etwas nicht. Gut, ja, klar. Also da muss man einfach nur durchscrollen und machen. Also das Tool kann man machen. Mhm. Die Keyword-Daten kann ich natürlich nicht rausgeben, aber auch dann braucht man einen guten Dienstleister natürlich. Aber ich kann den Dienstleister, der das gebaut hat, natürlich trotzdem benennen. Also wenn jemand auch irgendwie 1 oder 2% Suchanteil in Deutschland hat, kann er sich auch melden. Ich werde gerne Kontakt her. Die können dann das. Da gibt es nicht ganz so viele, glaube ich. Ja, vielleicht den einen oder anderen. Sagt er, oh Mann, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ich habe ja eigentlich auch bei mir, ich habe es noch keinem gesagt oder so. Man weiß es ja nicht. Vielleicht hat auch einer in Österreich 2% oder in Frankreich 2% Marktanteil. Also ich meine, es geht schon ja auch eher mit jenen Sprachen. Ja.
Jens, herzlichen Dank für das Interview. Gerne, gerne. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und ich würde mich sehr über iTunes-Bewertungen, über Tweets, Likes, Plus One und was sonst was. Das muss ich auch noch machen bei dir. Ganz, ganz wichtig. Hast du recht. Bitte, iTunes. Auf jeden Fall, ja. Wir wollen hier, dass diese iTunes-Marketing alles mit SEO voll. Ja, immer nur genau. iTunes. Exakt. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.